Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Gerne will ich heute weiter mit euch ja, die Namen unseres Herrn betrachten. Letzte Woche haben wir ja, uns den Namen unseres Gottes angeschaut, der hieß der Gott des Ausharrens. Und diese Woche gehen wir weiter in dem Vers Römer 15, Vers 5. Als nächstes lesen wir dort der Gott des Trostes. Und ja, es gibt auch andere Bibelstellen, die über einen Gott des Trostes sprechen, und die wollen wir uns jetzt einmal kurz zusammen anschauen. Wir lesen zum Beispiel in 2. Korinther 1, Verse 3 bis 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Ja, interessant ist, dass wir das Wort, hier lesen wir, dass der Gott ein Gott alles Trostes ist. Und das ist ein Wort, was ja, aus dem griechischen Wort kommt. Das griechische Wort heißt Paraklet, und das bedeutet ja jemanden zur Hilfe kommen, und das ist das, was unser Gott auch tut. Ich weiß nicht, in welchen Situationen du dich befindest, was für Situationen du im Leben durchmachst, doch ich weiß, dass wir alle gute Zeiten und schwere Zeiten haben, und das ist ja so wunderbar zu wissen, dass wir einen Gott des Trostes haben, der zur Hilfe kommt, der beisteht, der ermutigt, der ermuntert, und das ist unser Gott. Doch interessant ist, dass das ist Gott, ja, dass ein Gott des Trostes ist. Er tut das auch nicht einfach nur zum Selbstzweck, sondern sein Ziel ist, dass wir auch andere trösten, die auch in Bedrängnis sind, die auch in schwierigen Situationen sind, Menschen, die vielleicht in Sünde gefallen sind. Wir wissen, dass wir ja oft eher dazu veranlagt sind, ja, vielleicht jemanden irgendwo zu beschuldigen, irgendwas zu sehen, was jemand nicht richtig getan hat, jemanden zu kritisieren, jemanden zu schimpfen. Doch denkt daran, wie unser Gott mit uns handelt. Was tut er? Er ist nicht ja derjenige, der direkt mit erhobener Hand da steht und uns schimpft, sondern wir haben einen Gott des Trostes. Er ist ein Gott, der ja versucht, immer wieder zur Buße zu führen, zu sich zu führen, uns zu ermutigen, selbst wenn wir auch in Sünde gefallen sind. Und ja, unser Gott ist nicht ein Gott, so wie wir oft dazu geneigt sind, ja schnell zu schimpfen, sondern er ist genau das Gegenteil. Wir haben einen Gott, der uns tröstet, der für uns da sein will. Und damit wir diese Eigenschaften genauso auch haben können, ist es für uns wichtig, dass wir immer enger und enger zusammen mit Jesus leben. Genau dann werden auch wir diese Eigenschaften haben, andere Menschen trösten zu können und ermutigen zu können. Doch wichtig ist dafür natürlich auch zu verstehen, dass wir so einen Gott haben, der uns ermutigt und der uns tröstet. Und wir haben in der Bibel ja auch verschiedene Geschichten oder verschiedene Texte, die einfach nochmal verdeutlichen, dass wir einen Gott des Trostes haben. Zum Beispiel denkt an die Geschichte vom verlorenen Sohn und vom Vater, wie er ihm begegnet, als der verlorene Sohn wiederkommt. Er ermutigt ihn, er tröstet ihn, er macht ein Fest. Er ist nicht derjenige, der ihm sagt: Herr, wie konntest du nur, warum hast du das getan? So einen Gott haben wir nicht. Genauso sehen wir das auch bei Maria und Martha, wo Jesus ja bei denen am Grab von Lazarus steht und wie er Mitleid hat, wie er Mitgefühl mit ihnen hat und wie er sie tröstet. Oder denkt daran, wie Jesus mit Petrus umgegangen ist, nachdem er ihn verleugnet hat. Das lesen wir in Johannes 21, dass er ja Petrus danach nachgegangen ist zum See Genezareth, und er hat ihn ja versucht wieder aufzubauen. Er war nicht derjenige, der ihm gesagt hat: Wie konntest du nur, was soll das, der ihn geschimpft hat. Wir haben einen wunderbaren Gott, einen Gott des Trostes. Denk einfach an die Situation in deinem Leben, die du hast, wie Gott mit dir umgeht, wie Gott mit dir umgegangen ist, vielleicht in der Vergangenheit, wo auch du in Sünde gefallen bist. Wir haben einen wunderbaren Gott, einen Gott des Trostes, und ja, ihm allein gebührt dafür die Ehre. Zum Beispiel, wir lesen auch, wie David sagt: Dein Steck und Stab trösten mich. Das lesen wir im Psalm 24. Für einen anderen oder für jemanden könnte das ja Steck und Stab vielleicht
ein Bild der Strafe sein oder ja, bedeuten, dass ja, der Herr mit dem Stab da steht und ihn erhebt und versucht, jemanden zu strafen. Aber David hat Gott ganz anders erlebt. Und ich bin mir sicher, dass auch viele von uns, die schon mit Gott leben, auch Gott ganz anders erleben. Und wir kennen zum Beispiel auch die Geschichte vom guten Hirten. Jesus ist der gute Hirte, der uns ermutigt und der uns tröstet. Doch die Frage, die wir uns stellen, die du dir stellen kannst, kennst du Gott so als einen Gott, des Trostes? Wenn nicht, dann musst du dein Gottesbild noch einmal überprüfen, denn wir lesen in der Bibel klar und deutlich, dass der Herr ein Gott des Trostes ist. Und er selber, er spricht so von sich. Er ist ein Gott des Trostes und er will so auch in deinem Leben sein. Und das Zweite, was für uns wichtig ist, dass auch wir diese Eigenschaften besitzen und andere trösten und ermutigen. Wir lesen zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 14: Tröstet die Kleinmütigen. Das ist unsere Aufgabe. Auf der Grundlage der Beziehung unseres Herrn zu uns müssen wir unsere Beziehung zu den anderen Menschen aufbauen und lernen, ja nicht diejenigen zu sein, die direkt ja, verurteilen, die direkt schimpfen und kritisieren, sondern wir müssen lernen, diesen Trost genauso weiterzugeben an unsere Mitmenschen. Und der einfach dabei wird uns auf jeden Fall immer helfen, wenn wir daran gedenken, wie der Herr mit uns umgeht. Und ich bin dem Herrn dankbar und ich will euch auch heute in diesem Tag ermutigen, ja, nochmal an unseren Gott des Trostes zu denken und diesen Trost auch weiterzugeben an unsere Mitmenschen in der Gemeinde. Und ja, in Römer 15 geht es ja im Prinzip um die Einheit in der Gemeinde. Und ich bin mir sicher, dass wir auch so noch eine größere Einheit untereinander haben werden in der Gemeinde mit unseren Mitmenschen, da wo wir uns befinden. Doch die Frage, die du dir stellen musst und kannst, bist du dabei, das zu tun? Ich wünsche dir einen wunderschönen Freitag und einen wunderschönen Start ins Wochenende.